Ja, und somit ein recht herzliches Willkommen wieder zu Beyond Two Souls, weil liebe Freunde, jetzt geht's in die Schlussphase und jetzt, ja, machen wir das Ganze fertig hier, das Projekt. Los geht's, viel Spaß. Petersonne, das der Kapitel. Der Kondensator in Kazistan wurde zerstört, die Kluft ist jetzt unpassierbar. Wir sind nun die einzige Nation mit Zugang zur Infrawelt. Diese Situation ermöglicht neue Strategien und militärische Perspektiven. Wir starten jetzt neue Programme zur Auffindung möglicher Energiequellen und Entwicklung von Militäranwendungen. Wir haben bereits Wege zur Verbindung von Existenzen und Soldaten, und dies ist erst der Anfang. Dies ist bedeutender als die Raumfahrtgeschichte oder weitere nukleare Aufrüstung. Vor uns erstreckt sich eine ganz neue Welt. Eine Welt, die wir erobern werden. Dies ist der Beginn einer völlig neuen Ära für unsere Nation. Wir gehen mal raus hier. Wir haben ihn ja mehr oder weniger abblitzen lassen, weil er uns nicht sympathisch war. Diese Pentagon-Obermacker können ganz schön nerven. Hm? Vor allem die allererste Begegnung, die uns abgeholt hat. Sie waren beschäftigt mit den ganzen Plänen für ihre Weltherrschaft. Sollen sie doch machen. Wir haben alle unseren Teil dazu getan. Ich hätte die Mission nicht annehmen sollen. Ich habe an nichts anderes gedacht als an meine Freiheit und das war dumm. Was wirst du jetzt tun? Gehen. An einen Ort ganz weit weg und versuchen normal zu leben. Und was ist mit dir? Naja, die CIA hat schon große Pläne für mich. Top-Gehalt, Bonzenauto, Golf spielen. Ich habe noch nicht Ja gesagt, aber natürlich denke ich drüber nach. Hör mal. Jody, ich... Ich weiß, es war kompliziert zwischen uns. Und ich habe sicher vieles nicht richtig gemacht. Aber wir könnten neu anfangen. Und uns zusammen etwas aufbauen. Ich meine, nach allem... Nach allem, was passiert ist, bekommen wir es diesmal vielleicht hin. Ich bin nicht bereit. Ich schätze, dass das Zeit braucht. Tut mir leid, Ray. Ihr sagt nachdenklich, nicht nein. Ich verstehe schon. Hm. Hör zu, was auch immer du tust. Vergiss nicht, ich bin immer für dich da. Ah, da steckst du. Wessen sucht nach dir. Komm mit, ich bring dich in sein Büro. Tschüss, Ryan. Oh, weißt du was? Ich habe ein Single Malt bei mir stehen, ein feines Stöffchen. Kommst du gleich nach? Nein, ich sollte lieber... Sowas trinkt man doch nicht allein. Whisky verlangt Begleitung. Ich sag dir was, ich such dich dann, okay? Hier lang, Jody. Ich habe nicht nein gesagt, ich bin nur nachdenklich gewesen. Ja, okay. Müssen wir mit der Entscheidung wieder leben und die Konsequenzen tragen. Aber mittlerweile wieder, ja, jetzt kommt er auf die sympathischere Linie eigentlich wieder rüber. Obwohl, das am Anfang habe ich noch immer nicht vergessen. Manche Entscheidungen sind schwer, Jody. Ich hoffe, ich mache das richtig. Nur was dein Herz dir sagt. Dann triffst du die richtige Entscheidung. Ja. Das ist vielleicht nicht immer so, aber grundsätzlich hat er recht, cool. Grundsätzlich schon. Aber nicht in jeder Situation, würde ich sagen.
Okay, wir sind da. Ruf mich an, dann hole ich dich wieder ab. Okay. Was immer Nathan sagt, pass auf. What? Hä? Ja, Jodie schaut gerade so wie ich. Warum? Nathan? Hallo? Okay, wir werden es vielleicht gleich erfahren. Ja, bitte? Jodie! Jodie, es ist so schön, dich zu sehen. Ich habe meine Mission erledigt. Jetzt ist die CIA dran. Und was die CIA angeht, du existierst nicht länger. Ist da drin? Du heißt jetzt Elizabeth North. Neue Identität, neues Leben. $500,000. Für geleistete Dienste. Das hilft dir beim Neuanfang. Ja, das ist doch wohl das Mindeste, oder? Danke. Boah. Bevor du gehst, habe ich noch eine letzte Bitte an dich. Eigentlich hätte man müssen noch ablehnen, oder irgendwo. Andererseits. Andererseits auch nicht, es ist... Als meine Frau... Ja. ...und meine Tochter von mir gegangen sind durch diesen Unfall vor 15 Jahren... Oh. ...wollte ich auch sterben. Ich weinte viel. Ich habe mir den Kopf gegen die Wand geschlagen und den Grund verzweifelt gesucht, warum... ...warum sie... ...ich würde sie nie wieder im Arm halten können. Es war wie eine Wunde, die nicht heilt. Mhm. Aber dann kamst ja du. Und ich habe erkannt, sie waren noch hier, die ganze Zeit bei mir. Oh. Ich konnte sie nur nicht sehen. Ich glaube, das war ein Fehler, dass wir damals das gezeigt haben. Ich glaube, das war ein Fehler. Oh, 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 oh. Die Regierung hat mir alles gegeben, was ich brauchte. Zum Studium der Infrawelt. Sie waren interessiert an militärischen Anwendungen. Aber mich interessierte nur, meine Familie wiederzusehen. Es hat Jahre gedauert. Aber schließlich hatte ich Erfolg und entwickelte das hier. Meine Süßen. Die scheinen aber nicht glücklich zu sein hier. Helen. Laura. Ihr beide fehlt mir so sehr. Ich komme zu Ihnen jeden Tag. Wir werden bald vereint sein. Ich entwickle einen modifizierten Kondensator, um mit den Seelen aus der Infrawelt zu kommunizieren. Um mit den Toten zu reden, Jodie. Stell dir das vor. Was willst du von mir? Ob das eine gute Idee ist? Ich will, dass du mir hilfst, mit ihnen zu reden. Ich will sie nur reden hören. Ich will ihnen sagen, was ich hier tue. Bis zum Abschluss meiner Forschung bist du die Einzige, die das schaffen kann, Jodie. Nicht. Ihre Stimmen sind verschwunden seit 15 Jahren.
Seit dem Tag, an dem ich sie durch ein kleines Mädchen hören konnte. Ja, das war der Fehler von uns. Das hätten wir nicht tun sollen. Ich bitte dich. Ah gut, das wusste man da noch nicht. Jodie, tu das für mich. Gib mir deine Hände. Hallo, wieso geht er nicht weiter rüber? Jetzt. Meter wollte ich bestimmt hier nicht. Na, irgendwas. Irgendwie geht das nicht ganz so richtig. Irgendwas ist da gesteckt. Kommt er nicht rüber. Ich weiß, sie wollen bei mir sein! Du folterst sie, Nathan! Wenn du sie liebst, wenn du sie wirklich liebst, dann lass sie endlich gehen! Sie sind längst tot! Längst tot? Der Tod ist gar nichts! Verstehst du mich? Gar nichts! Leb wohl, Nathan. Ich hoffe, du findest Frieden. Na gut, dann gehen wir mal. Ah, wohin? Guten Tag. Kamera tut irgendwie auf das. Ist das der Lift? Okay. Sind wir doch zufällig richtig. Zufällig richtig. Ach du Scheiße. Was ist jetzt los? Hallo? Hi, Jodie. Schön, Sie wiederzusehen. Sie bringen uns in eine schwierige Situation, leider. Was soll die Scheiße? Wir können Sie nicht gehen lassen. Töten können wir Sie auch nicht. Dann warten Sie auf der anderen Seite. Es gibt also nur eine passende Lösung. Wir injizieren Ihnen ein Neurotoxin. Dadurch bleiben Sie in einem permanenten Koma. Genau dasselbe wie bei Ihrer Mutter. Ein simpler, eleganter Weg für das Ende unserer Kooperation. Auf Wiedersehen, Jodie. Wir sind nach wie vor sehr dankbar für Ihre Hilfe.
Na super. Jody. Du hast mich aufgeweckt. Es war unverkennbar, aber ich wollte es nicht sehen. Ich verwirkliche einen uralten Menschheitstraum. Niemand wird mehr sterben müssen. Niemand wird mehr von seinen Liebsten getrennt. Ich werde es deaktivieren. Die Infrawelt strömt dann in unsere Dimension. Leben und Tod vereint in einer Welt. Oh, oh, er ist verrückt. Er ist verrückt. Es sind nicht nur Seelen. Ich hab den Tod besiegt, Jody. Alles wird einfach perfekt sein. Er ist verrückt. Vertrauen in mich. Alles. Alles wird gut ausgehen. Oh oh. Nicht gut. Gar nicht gut. Okay. Du schaffst das nicht, Aiden. Versuch was anderes. Ja, aber was? Ah? Vince und Nick. Ah. 3 Monate frei. An einem Strand auf einer exotischen Insel bestimmt. Diese Bastarde. Nee. Hey, ich hab noch ein paar E-Mails, die erst raus sollen. Das müsste ich erst erledigen, bevor wir den probieren. Kein Problem. Okay. Komm, machen wir gewiss. Check das jetzt. Sind hier Existenzen im Labor? Um Gottes Willen, nein. Die bleiben schön hinter dem Eindämmungsfeld. Ja, noch. Aiden? Bist du's, Aiden? Das ist echt nicht witzig. Was sollte Aiden? Was ist los, Aiden? Wo ist Jody? Müssen wir es jetzt irgendwie. Da ist die Spur zu Jody, glaube ich. Moment mal. Jungs! Und jetzt? Genau. Dorthin. So, Jungs, jetzt machen wir das hier. Okay, verstehe. Wir müssen. Genau. Da war irgendwas.
Hier zum Lift. Du willst, dass wir den Aufzug nehmen, ist das richtig? Jo. Geil. Wir führen sie hin, wir führen sie hin. Und los. Kurzen Rundumblick. Gibt's da? Aha. Shit, eine Wache. Lass mich machen. Kann ich helfen? Cole Freeman, ich habe Level 3 Autorisierung. Er gehört zu mir. Tut mir leid, Mr. Freeman. Sie verfügen leider nicht über den korrekten Autorisierungslevel. What? Machen Sie doch mal eine kleine Ausnahme. Ich gehe und zeige ihm... Geht nicht, Sir. Diese Zone ist Level 4 klassifiziert. Das erfordert die korrekte Zulassung. Mhm. Schleust uns an ihm vorbei ein. Ja, kein Problem, kein Problem, kein Problem. Ah, da geht was. Tisch 42, hallo. Hallo. Ist cool. Sicher ein Fehler passiert. Sehen Sie doch noch mal nach. Cole Freeman und Ryan Clayton. Tatsächlich, Sie sind auf der Liste. Tut mir sehr leid. Gehen Sie durch. Danke. Schnell halten. Führ uns zu Jody. Das sagt einfach so neben denen. Alles klar. Kamera können wir nicht ausschalten, okay. Achso, da müssen wir rein, oder? Gut, und jetzt? Jody ist hier? Komm. Jody! Sie ist raus. Komm. Nathan! Er deaktiviert das Eindämmungsfeld. Was? Was? Warum sollte er das? Er ist wahnsinnig. Er glaubt, das bringt seine Familie zurück. Wir müssen ihn aufhalten. Wow. Das Eindämmungsfeld. Gott, er hat's getan. Ja, meine lieben Freunde. Das war's mal mit diesem Bad. Ich sag recht herzlichen Dank fürs Zuschauen. Und so viel kann ich schon mal sagen. Ich weiß nicht, ob es morgen weitergeht oder übermorgen. Aber dann kommt definitiv der letzte Part. So viel weiß ich. Der wird dann auch ein bisschen länger dauern, der Abschlusspart. Da habt ihr noch ein bisschen mehr davon. Und ja, für heute machen wir Schluss. Ich sag danke fürs Zuschauen. Und dann sehen wir uns, wenn ihr live dabei seid, höchstwahrscheinlich übermorgen.
Und ja, wer später dazugeschalten ist, der kann eh gleich sofort zum Finale springen. Ich sage nochmal danke fürs Einschalten. Und ja, geiles Spiel. Jetzt kommt die Schlussphase, letzter Part und dann wissen wir, wie es hier ausgeht. Ja, noch einmal danke und wir sehen uns noch zum letzten Part dann. Ciao, ciao.